Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, ich begrüße Sie zu der Adventskranz St. Ludwig am 3. Advent. Seht, die dritte Kerze brennt. Und die Zeit bis Weihnachten wird knapp. Es müssen noch die letzten Geschenke besorgt werden, oder überhaupt die ersten. Ein Speiseplan für die Feiertage muss zusammengestellt und die nötigen Lebensmittel eingekauft werden. Und zwischen der ganzen Einkaufshektik gibt es womöglich noch eine betriebliche Weihnachtsfeier hier und eine weitere Verpflichtung dort. Nur eines kommt sehr oft zu kurz: Zeit für Ruhe, um etwas dem Advent nachspüren zu können. Aber vielleicht versetzen Sie die folgenden Minuten in eine adventliche Stimmung. Alle, die an dieser Produktion beteiligt waren, wünschen Ihnen einen schönen dritten Advent und nun viel Freude beim Schauen. Viel, leicht. Lass den Himmel höher fliegen, für alle mehr offen sein, damit die Worte tiefer liegen und die Wasser werden Wein. Geh den Stunden nach die Flowen, hol zurück sie mit Mut im Blick und löse die Sätze, die bedrohen, lass den Himmel nicht zurück. Matthias Booth. Naja, das war ja ein Schock, als im Frühjahr 2020 Gottesdienste in St. Ludwig nicht mehr möglich waren. Zum Glück nur für kurze Zeit. Doch die Gottesdienste, die dann angeboten wurden, naja, zu denen war ein freier Eingang dann nicht mehr möglich. Und das macht es erforderlich, eine neue ehrenamtliche Gruppe ins Leben zu rufen, die fortan den Einlass zu den Gottesdiensten koordinieren sollte. Und aus dieser Gruppe wurde mit der Zeit das Willkommensteam, das heute mehr macht, als nur Namen und Impfzertifikate zu überprüfen. Es macht das, was der Name auch hergibt. Es heißt Gottesdienstteilnehmerinnen und Teilnehmer in St. Ludwig willkommen. Ja, neben mir stehen jetzt Susanne Meyer und Patrick Kusch, die heute den Einlass hier zur Kirche koordinieren. Und da frage ich einfach mal, Susanne, also ich habe so den Eindruck, dass die Nerven in der Gesellschaft zurzeit sehr blank liegen. Und ich weiß auch, dass ihr vom Willkommensteam das schon gelegentlich abbekommen habt. Gab es auch schon mal bei dir ein ganz besonders negatives Ereignis, das du hier erlebt hast? Ja, das gab es schon. Aber du hast ja schon gesagt, die Nerven liegen blank. Und das ist dann auch hier, wenn wir jemanden abweisen müssen, weil die Nachweise nicht da sind. Das führt natürlich zu Ärger. Aber die überwiegende Anzahl der Begegnungen ist wirklich ganz positiv, oder? Kann man ja, schon sagen. Ja. Positiv ist gut. Sag mal, hast du denn mal was ganz besonders Schönes oder Witziges sogar erlebt? Schön witzig eigentlich jeden Sonntag, wo wir da sind. Es ist immer das Positive, dass die Menschen sich freuen, einen zu sehen, vor allem wenn man deren Namen kennt und sie mit Namen auch anspricht, willkommen heißt, man wünscht sich schönen Advent. Und das Schönste ist, es gibt eine Dame, den Namen möchte ich jetzt nicht sagen, aber die kommt immer an und bringt uns sonntags immer Süßigkeiten auch mit, damit wir hier nicht zu sehr frieren. Der Dienstlohn also. Genau. Genau, aber jetzt mal über die Geschenke hinaus gesehen, was ist denn so eure Motivation, in eurer Freizeit hier an der Kirchentür zu stehen? Also ein Grund ist, glaube ich, wirklich, dass es ja nur so möglich ist. Also wir können eben nur Gottesdienst halten, wenn wir die Regeln irgendwie einhalten. Das muss jemand machen. Wir wollen, dass es weitergeht mit den Gottesdiensten in St. Ludwig. Das ist, glaube ich, der eine Hauptgrund. Mhm. Ja, das kann ich so unterschreiben. Also es ist einfach, es muss weitergehen. Es war schön, als es angefangen hat mit dem Willkommensteam, wo es ja noch Kontrollteam, Eingangsteam hieß. Es hat einfach geholfen, den Menschen endlich die Kirche und auch mir selber die Kirche wieder zu öffnen, die so gefehlt hat. Und jetzt ist es wirklich zum Willkommensteam sich gewandelt, dass man wirklich den Menschen Hallo sagt, sie willkommen heißen, schönen Sonntag oder auch unter der Woche einen schönen Tag wünscht. Und das ist einfach schön. Und die Menschen nehmen das nicht als Kontrolle an, sondern die nehmen es wirklich als Willkommen an und die sehen das als absolut positiv. Und das macht Spaß. Oh, das klingt doch ganz gut. Okay, dann vielen Dank, da gebe ich jetzt die Tür frei, damit der Einlass hier beginnen kann und die Leute alle zeitig zum Gottesdienst kommen. Dankeschön. Dankeschön. Aber eines würde mich ja doch noch interessieren. Was sagen Gottesdienstteilnehmerinnen und Teilnehmer über das Willkommensteam? Ja, wir sind ganz froh über das Willkommensteam in der Kirche in St. Ludwig und ja, wir bedanken uns sehr auch an dieser Stelle an das Team. Ja, wir sind froh, dass wir somit auch die Messen feiern können und dass es diese Möglichkeit gibt. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt jederzeit wieder in die Kirche
am Sonntag kommen dürfen, auch unter diesen gewissen strengen Maßnahmen. Also das Willkommensteam ist auf jeden Fall notwendig in der Zeit der ganzen Corona-Beschränkungen und da muss natürlich kontrolliert werden, wer in die Kirche kommt. Und wir haben sozusagen aus der Not wurde eine Tugend gemacht, dass nämlich die Gottesdienstbesucher dann herzlich willkommen geheißen werden und sich hoffentlich in der Kirche wohler fühlen. Übrigens, seit diesem dritten Adventswochenende gibt es sogar eine eigene Postkarte, mit der neu zugezogene oder Besucher von St. Ludwig willkommen geheißen werden. So sieht sie aus. Nehmen Sie sich gerne eine Karte weg, wenn Sie mal in St. Ludwig sind. Denn Sie wissen ja, Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Sie bat mich einzutreten. Es war die Künstlerin selbst. Sie wandte sich, um mir den Weg ins Zimmer zu weisen, und nun, da ich sie von hinten sah, bemerkte ich die Ungleichheit ihrer Schulterblätter, von denen das linke deutlich hervortrat und so der ganzen gedrungenen Gestalt eine Krümmung nach rechts diktierte, während der Kopf auf dem zu kurzen Hals, als wolle er das verloren gegangene Gleichmaß wiederherstellen, nach links geneigt war. Das Zimmer, das wir betraten, war recht groß, warm geheizt und sehr gemütlich. Eigentlich befand sich nichts darin, was besonders schön, kostbar oder originell gewesen wäre. Niedrige, bequeme Sitzgelegenheiten um einen ebenfalls niederen, runden Tisch bildeten mit einer Stehlampe eine Ecke. Die den Fenstern gegenüberliegende Wand nahm ein einfaches, schwarzes Bücherregal ein, das bis zur Ecke hinauf vollgestopft war. Ein breiter Schlafdivan und ein kleiner Schreibtisch bildeten den Rest der Einrichtung. In der Mitte des Raumes lag ein alter, etwas schadhafter Perserteppich.
So, also jetzt im November kommen Sie und wollen natürlich noch vor Weihnachten bedient sein, sagte Frau Settlack mit gespielter Entrüstung. Aber ich fühlte, dass sie wirklich ein wenig ärgerlich über die Zumutung war. Demütig gab ich zu, mein Ansinnen sei gewissermaßen eine Unbescheidenheit. Wenn sie nun aber doch Gnade vor Recht ergehen lassen wolle, und ich dachte im Stillen, die tut ja so, als ob sie Geschenke austeilen müsse. Nun, und wie stellen Sie sich Ihre Krippe vor? Haben Sie da konkrete Wünsche? Sie bot mir einen Platz in einem bequemen Kanadier und nahm auch selber Platz. Nein, sagte ich eigentlich nicht. Ich habe nur so vage an eine Gruppe von Hirten und Königen und das Jesuskind gedacht. Ganz bescheidene, innige Gestalten. Ich ließ den Satz unbeendet, denn ich wusste eigentlich nicht, was ich weiter sagen wollte. Auch schien mir, als habe sich um Frau Settlacks Mund ein leiser Zug von Missbilligung gezeigt. Eigentümlich ausdrucksreich war dieser Mund. Groß und schmallippig lag er als gerader Strich unter der langen Nase. Nur die äußersten Mundwinkel waren ein wenig aufwärts gezogen und verliehen zusammen mit der weichen Linie der Wangenpartie dem Gesicht etwas tröstlich Hoffnungsvolles und Tapferes, während die Augen unter der hohen Stirn eher resigniert dreinschauten. »Innig«, sagte sie nach einer kurzen Pause. »Nun ja, das lässt sich hören. Eine gewisse Verinnerlichung müssen Krippenfiguren gewiss haben. Aber warum denn um Himmels Willen bescheiden? Sind wir in unserem Alltag nicht ärmlich genug geworden? Sollen wir denn auch unsere Feste in Bescheidenheit feiern? Das liegt unserem Wesen doch gar nicht. Wir sind für die Sonnenseite des Lebens geboren. In der Not versagen wir kläglich, das dürften Sie wohl auch in den letzten Jahren gemerkt haben. Aber lassen Sie mich nur machen. Die Krippe können Sie am 20. Dezember abholen. Und wenn sie Ihnen nicht gefällt, dann gnade Ihnen Gott.« Sie drohte energisch mit dem erhobenen Finger. Aber gleich danach schien sie sich eines Besseren besonnen zu haben und fuhr milder fort. »Übrigens können Sie schon früher anrufen. Ich werde mich recht beeilen, denn falls die Krippe Ihnen nicht zusagt, brauchen Sie sie auch nicht zu kaufen. Dann müssen Sie aber auch noch etwas Zeit haben, um ein anderes Geschenk für die Dame zu besorgen.« Ich verabschiedete mich mit gemischten und widerstrebenden Empfindungen, die zu analysieren ich jedoch vergaß. Wo käme man hin, wollte man jede flüchtige Bekanntschaft unter die Lupe nehmen. Herzliche Grüße und Segenswünsche, liebe Geschwister in der Gemeinde St. Ludwig, hier aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Ein besonderer Ort. Wir sind verbunden durch viele gemeinsame Gottesdienste und Begegnungen. Jetzt, in der nächsten Woche, wird unsere Kirche 60, St. Ludwig wird im nächsten Jahr 125 Jahre alt. Vieles, was uns auch auf diese Weise verbindet. Und damit wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit und ein friedliches Weihnachtsfest.